Ja, hallo Leute, ich bin auch mal endlich da. Neues Unterfangen haben wir. Und zwar Salz, Wasser und Tiefen Unterfangen. An sich nicht schlecht die Map, aber die wiederholt sich mit jeder Mission. Also so habe ich das im Gefühl. Allerdings, das Beste an diesem Unterfangen ist, und zwar, wenn man Gegner eliminiert, dass man also eigentlich mit Truhen vollgeschüttet wird. Das heißt, er kommt Materialien raus, die man braucht, da braucht sehr viele Waffen und so. Das heißt, man braucht eigentlich gar keine Verkaufsautomaten, sei denn das eine drin, die man haben will. Ja, viel. Dann überlebe die Horde ist wieder drin. Das ist schön, aber Gruften sind natürlich raus. Naja, okay. So, dann. Ich würde mir eigentlich eher die Aufgaben angucken. Mit den Wöchentlichen habe ich auch gar nicht geguckt. Allen verbessere. Kriegsspiele sind immer noch nicht. Also da, wo man Banner bekommt. Ausdauer, Sichtkorn. Ach hier. Da gibt es überlebt die Horde. 8 KP täglich. Hier 10 km. Welle 5 und 10. 15. Schließt letzte Level. Letzte Welle der Herausforderung Sturmflut ab. Da habe ich schon was gesehen, und 12 neue Sprays und Banners. Das ist wöchentlich, also die bleibt nicht lang, die bleibt eine Woche bis nächste Woche Donnerstag, 2 Uhr. Zwergenparty. Man kriegt noch zwei Banner, aber die müssen jetzt im Laufe der Wochen freigeschaltet werden. Hier ist auch drin, kriegt man noch, als man es letztes Jahr nicht gemacht hat, kriegt man hier auch noch mal ein paar Banner. Obwohl, ich glaube, das hier war das. Ja, genau, das hier war das, was man jetzt auch direkt kriegt. Ich glaube, das bleibt bis Ende der Season. Das heißt, man könnte sich das direkt holen. Auftragsreihe Arif ist wieder drin. Da kann man sich Blackbeard holen. Schwarzherz, weißt du? Dann gibt es neue oder alte Lamas, Piraten-Lamas. Hier gibt es viele Piratensachen drin. Und zwar, das kann man sich eigentlich direkt hier angucken. Piratenwaffen. Piedolanz, Dragonair. Donnerwetterbüchse. Donnerwetterbüchse müsste in den Shop kommen. Alte Bessie. Glaube ich. Ja, genau. Fernschütze. Brawler kommt in den Shop. Angladen. Er. Euer Licht der Dritte. Verdrescher. Kommt, glaube ich, während der Auftragsreihe Arvor vor. Räuberschuss und Jacks Vergeltung. Räuberschuss kommt in den Shop und Jacks Vergeltung in Arvor. Dann waren aber noch welche. Ah ja, die Steampunk-Waffen kommen auch da rein. Dampfkolben sind im Lama, die. Also Dampfwalze, Bon Voyeur. Kanonade kommt in den Shop. Der Baron müsste eigentlich im Dings drin sein. Lama, Wolkenbrecher kommt in den Shop. Dampfschneider kommt auch in den Lamas vor. Doppelkessel im Shop. Dampfspieß kommt in den Shop. Duett-O, letztes Wort. Nee, letztes. Wirklich? Weiß gar nicht. Kann aber auch sein, dass sie zu den Albtraumwaffen gehörte. Okay. Könnte kommen. So, dann haben wir noch die. Ach ja, hier. Chef Riggs. Ich glaube, nach A. Kommt noch mal eine Auftragsreihe. Ja, komplett geht noch mal zurück, aber als Geist. Und in dem Event kann man sich Chef Riggs holen. Ja, genau, Augenklappen Comeback, da kommt er wieder. Dann gucken wir uns mal die anderen Helden an, und zwar hier Piratensee, Räuber Jones.
Freibeuterin Hypecore, Sari Keelhole, Pirates, Pirat Barrett, die sind im Lama drin. Seeräuberin Ramirez, Seewolf Jones, Pirat Ken und Hybrid kommen in den Item Shop. Blackbeard Schwarzherz kriegt man während der Auftragsreihe A. Noch was? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube Sturmhelden kommen zwischenzeitlich auch vor. Ich glaube da aber auch was. Bin nicht ganz sicher. Räuberhelden? Nee. Ich glaube, das war's mit den Helden. Ja, damit haben wir es.